Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Man muss sich nach der Rede von Herrn Lindner schon fragen, was in 2010 passiert ist, warum diese fulminante Regierung irgendwie abgewählt worden ist. Ich will nur auf zwei Punkte eingehen, die Herr Lindner vorgetragen hat. Herr Lindner, es ist falsch, wie Sie den Länderfinanzausgleich, das Zustandekommen beschreiben. Das habe ich Ihnen schon mal gesagt. Vielleicht sollten Sie dann auch mal zuhören, könnte weiterbilden. 2005 ist es so gewesen, dass das Maßstäbegesetz erneuert worden ist und nicht grundsätzlich der Länderfinanzausgleich auf neue Füße gestellt worden ist, sondern der Länderfinanzausgleich ist bereits in den 90er Jahren in den Grundstrukturen ausgearbeitet worden und es ist nicht neu verändert worden. Was aber Fakt ist, Herr Kollege, ist, dass im Jahr 2019 sowohl Korb 1 als auch Korb 2 auslaufen werden, insofern eine grundlegende Reform in jedem Fall erforderlich ist und dass es deswegen erforderlich ist, dass die Ministerpräsidentin, der Finanzminister Nordrhein-Westfalen in der Finanzministerkonferenz und auf Bundesebene entsprechend aufstellt. Und anders als die CDU-Fraktion ist die FDP leider die einzige ernstzunehmende Fraktion, die sich diesem Beschluss Nordrhein-Westfalens, nämlich den Umsatzsteuervorwegausgleich, endlich in Frage zu stellen, angeschlossen hat. Das ist Ihr persönliches Problem an der Stelle. Den zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Frage, welches Weltbild Sie offensichtlich von uns haben. Ich meine, in welcher peinlichen Form Sie teilweise mit dem Kollegen Remmel umgehen, will ich jetzt mal dastehen lassen, weil der Kollege ist selbst in der Lage, das intensiv zu bearbeiten. Aber dass Sie tatsächlich hier in diesem Landtag noch ein Weltbild verbreiten wollen, dass die Grünen quasi mit Strickpullis und Bärten durch die Gegend laufen und in der radfahrenden Ideologiefalle sitzen, das ist Ihr ganz persönliches Problem. Wollen Sie unter die Gürtellinie reden gerade oder kurz zuhören? Es ist so, die Ministerpräsidentin hat mir in der Tat am Freitag symbolisch so einen Strickkorb geschenkt, da möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken im Nachhinein. Ich werde das Stricken jetzt auch versuchen zu lernen. Aber Fakt ist, Herr Klocke hat auf einen ganz wichtigen Zusammenhang hingewiesen im Kölner Stadtanzeiger und Sie haben ein Wort bewusst wieder ausgelassen. Es ging nicht darum, Radverkehrsmittel zulasten der Straßenbaumittel insgesamt in Frage zu stehen, sondern es geht um folgende Frage. Und Sie haben uns ja vorgeworfen, wir würden gegen Brückenbau und Straßenbau sein. Das ist schlicht falsch. Diese grüne Fraktion ist zusammen mit den Sozialdemokraten unterwegs, nämlich den Grundfehler deutscher Politik, neue Straßen zuerst zu bauen, bevor die alten in Ordnung gebracht werden, auf den Kopf zu stellen. Das ist der richtige Weg und das machen wir auch. Dazu stehe ich auch. Und ich mache Ihnen mal einen Vorschlag. Fahren Sie mal die Sauerlandlinie mit dem Auto runter, besser noch mit dem LKW. Das werden Sie in den nächsten Jahren nämlich nicht mehr tun können, wenn Herr Dobrindt in Bayern und im Bund weiter so wütet, wie er es im Moment tut. Und um eins an der Stelle auch hinzuzufügen. Ja, wir brauchen mehr Radbaumittel. Weil anders als Sie das hier suggerieren wollen, sind nämlich die Radwegeverbindungen im Ruhrgebiet beispielsweise ein Innovationsfaktor. Im Gegensatz zur FDP haben das alle anderen Parteien, nämlich auch die CDU, bereits begriffen. Nur Sie machen hier wieder Ideologieschauspiele, FDP in alten Zeiten. Und der Kollege Laschet hat ja der Landesregierung vorgeworfen, dass sie ihre Hausaufgaben nicht machen würde. Ich nehme jetzt mal bei der Beurteilung dieses Vorgangs auch die bündliche Beteiligung hinzu, wie das einige Lehrbeauftragte machen. Aber selbst da konnte ich keinen Vorschlag in der heutigen Debatte von der Opposition erkennen. Allerdings, es gibt doch einen. Einen hat Herr Lindner gemacht. Er hat als einzigen Vorschlag zur Veränderung der Haushaltspolitik in Nordrhein-Westfalen tatsächlich vorgeschlagen, dass statt des Blitzmarathons die Leute jetzt auf die Autobahn fahren sollen und gucken wollen, ob Lastwagen mit Diebesgut wegfallen. Das ist die Umkehr in der Wirtschaftspolitik Nordrhein-Westfalens. Guten Morgen. Und noch einen Punkt möchte ich in dem Zusammenhang ansprechen, das Thema New Park. Wir können uns ja, Herr Bruck, ist das, Sie das nicht verstehen? Mag sein. Also ich habe es auch verstanden. Zum Thema New Park nur so viel. Dass Herr Laschet sich wirklich hier hinstellt und sagt,
Ein Ministerpräsident, das waren seine Worte, ein Ministerpräsident müsste zunächst mal vorgeben, in welche Richtung es geht, und dann müssten die Genehmigungsbehörden in diese Richtung die Genehmigung auslegen. Finde ich schon ein starkes Stück, was den Rechtsstaatsgläubigkeit Ihres Fraktionsvorsitzenden anbetrifft. Eins kann ich Ihnen aber an der Stelle versprechen. Das Problem, dass ein Ministerpräsident sich diese Frage stellen muss, wird sich auf absehbare Zeit in Nordrhein-Westfalen nicht stellen, weil wir eine Ministerpräsidentin haben werden, die noch etliche Jahre in Nordrhein-Westfalen regieren wird. Und weil Sie auch, das möchte ich auch am Anfang noch wegräumen, vom Gegensatz der Braunkohle und der Erneuerbaren gesprochen haben und gesagt haben, die Grünen würden sozusagen als Schwergewicht in dieser Landesregierung die wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein-Westfalens blockieren. Ich sage Ihnen mal zwei Zahlen. Im Bereich der Braunkohle, selbst wenn wir die Zulieferbetriebe hinzunehmen, da bin ich mal ganz, ganz großzügig. Da sind wir vielleicht bei 10.000, vielleicht 12.000 Arbeitsplätzen in Nordrhein-Westfalen. Auch um die müssen wir uns kümmern, um gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Im Bereich der Erneuerbaren haben wir in Nordrhein-Westfalen jetzt schon 32.000 bis 50.000 Arbeitsplätze. Tun Sie doch nicht so, als wenn das ein Gegensatz wäre. Wir müssen uns um beide Bereiche kümmern, und wir sind Innovationsmotor, was die Erneuerbaren anbetrifft. Darum geht es. Und ich hatte ja überlegt, wie wird denn Herr Laschet und wie wird Herr Lindner so seine Haushaltsstrategie anlegen, und habe dann so hin und her überlegt, und irgendwie habe ich gedacht, naja, wahrscheinlich werden Sie wieder auf die alten Muster kommen, und Sie haben mich nicht enttäuscht. Auf der einen Seite haben Sie das Land schlecht geredet, auf der anderen Seite sind Sie jedem Vorschlag schuldig geblieben. Ich nehme mal Ihre Vorhaltung, was die allgemeine Haushaltslage des Landes anbetrifft. Zugestanden, wir haben 14 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen. Wir haben eine gute Zinsentwicklung. Alles in Ordnung. Und jetzt Ihre Vorschläge. Heute keine, dann gucke ich mir mal die an, die Sie in der Vergangenheit gehabt haben. Sie haben CDU-Vorschlag, FDP-Vorschlag gleich vorgeschlagen, 20% auf alles außer auf Tiernahrung. Das heißt, 20% Kürzung in allen Förderbereichen, 20% Kürzung bei der offenen Ganztagsschule, 20% Kürzung bei dem Kulturbereich, 20% Kürzung bei den Sportfördermitteln, und so könnte ich fortgehen. Jetzt wollen Sie nichts mehr davon wissen. Erst waren die Kommunen bei der Kürzung mit drin, jetzt sind die Kommunen wieder draus. Dann wollten Sie 10% pauschal beim Personal kürzen. Dieser Irrsinnsvorschlag ist mittlerweile auch Geschichte. Dann wollten Sie das Schweizer Steuerabkommen durch den Bundesrat bringen, und NRW sollte zustimmen. 569 Millionen zusätzliche strukturelle Steuereinnahmen haben Sie aufgeschrieben. Tatsache ist, das Schweizer Steuerabkommen ist nicht gekommen. Das Land Nordrhein-Westfalen alleine hat im Milliardenbereich zusätzliche Einnahmen generiert. Gott sei Dank, dass Ihr Vorschlag in Nordrhein-Westfalen nicht durchgekommen ist. Und an der Stelle möchte ich auch zum Bildungsbereich kommen, das Thema Betreuungsgeld. Es ist aus meiner Sicht ein Skandal, wenn sich jetzt ausgerechnet das Bundesfinanzministerium hinstellt und sagt, das Geld, was für Kinder und Eltern zur Verfügung gestellt werden soll, nämlich für die Kinderbetreuung, soll jetzt in Haushaltslöchern des Bundes versickern. Das können Sie doch nicht ernsthaft auch noch gutheißen. Es wäre ein Fortschritt, wenn die entstandene Laschet-Lücke in der Kita-Betreuung jetzt durch echtes Spargeld aus dem Bund ersetzt werden könnte. Und der Zickzackkurs, auf der einen Seite sagt der eine CDU-Mann dieses und auf der anderen Seite jenes, zieht sich durch ihre Politik wie ein roter Faden durch. Ich nehme nur das eben schon angesprochene Beispiel von Herrn Lammert. Herr Lammert hat beklagt, dass das Ruhrgebiet zu viele Fördermittel bekommen würde. Will ich mal so stehen lassen. Dann läuft aber der Bundestagsabgeordnete Wittke durch die Gegend und sagt, das kommunale Investitionsfördergesetz, es wäre ein Skandal, dass Nordrhein-Westfalen jetzt dem Vorschlag der Landesregierung folgt und eben nicht eine Sonderförderung auch noch für Städte mit besonders hohen Kassenkrediten machen würde. Da müssen Sie sich schon entscheiden, mehr Lammert oder mehr Wittke an der Stelle. Aber ich empfehle Ihnen, nehmen Sie weder den einen noch den anderen, weil Herr Lammert hat auch nicht recht. Weil natürlich hat das Ruhrgebiet wie viele andere Städte unter der Arbeit des Bundes zu leiden. Der Bund ist nicht bereit, die Kosten der Eingliederung zu übernehmen, wie er eigentlich 2013 im Koalitionsvertrag versprochen hat. Darüber redet schon keiner mehr. Aber wir warten, und das haben wir ja gestern aus dem 12-Punkte-Paket der CDU-CSU gehört,
Bis Sonntag wollen CDU und CSU keine Summe nennen, was die Kommunen mehr an Entlastung bekommen wollen. Das ist doch Betrug an den Städten und Gemeinden, was da abläuft. Und dann haben Sie in einer zweiten Phase Ihrer Vorschläge gesagt, na ja gut, das mit der Haushaltskonsolidierung, das hat jetzt nicht verfangen. Jetzt fangen wir mal an, Karneval oder beziehungsweise Wünscht dir was im Himmelreich zu spielen. Ich mache das nur bakusorisch, was Sie da alles aufgetischt haben. Sie wollten 760 Millionen Euro mehr beim Personal für die Besoldung ausgeben, 400 Millionen Euro für die Abschaffung der kalten Progression, 90 Millionen Euro beim Stärkungspakt, 1 Milliarde Euro zum Zurückdehnen bei der Grunderwerbsteuer, 250 bis 400 Millionen, da kann man, wahrscheinlich sind es jetzt mittlerweile schon 600 Millionen bei der Inklusion. Kulturetat soll verdoppelt werden, 100 Millionen. Unterrichtsausfall ist ja eben noch mal von Herrn Lindner angesprochen worden. 3.000 zusätzliche Stellen, 200 Millionen Euro. Und wenn man dann in die Einzeletatberatung reingeguckt hat, mehr Straßenbaumittel, mehr für den Hochwasserschutz, mehr Geld für den Sport, mehr Geld für die Kommunen, mehr Geld für die Flüchtlinge, mehr Geld für die eine Weltpolitik, mehr Geld für die Polizei und so weiter und so fort. Das ist der klare Kompass von FDP und CDU in diesem Landtag. Und gestern hatten wir ja schon eine, glaube ich, teilweise emotionale Auseinandersetzung über die Flüchtlingspolitik. Und ich hätte es mir nicht, ja, ich habe nicht befürchtet, dass ich so schnell Recht bekommen würde, was die Einschätzung sozusagen der ideologischen Grundlagen der CDU in Deutschland haben würde. Dass sie tatsächlich, und ich war erschüttert, als Herr Körfges das Zitat von Krings vorgelesen hat, habe ich noch gedacht, naja, der Günther Krings ist vielleicht ein besonderer Scharfmacher in der CDU. Aber die Position von Krings ist nicht mehr die Position von Krings, sondern die Position von CDU und CSU in Deutschland. Dieser Krings sagt, dass die Gesundheitskarte, die wir in Nordrhein-Westfalen eingeführt haben, ein Anreiz für die Menschen ist, die von draußen kommen. Und diesen Anreiz müssen wir stoppen. Wir müssen also jetzt dafür sorgen, dass nicht nur die Menschen schlechter behandelt werden, sondern dass in unseren Kommunen weiterhin Chaos bei der Gesundheitsversorgung herrscht. Das ist die Position von CDU und CSU in Deutschland. Das ist ein Skandal, meine Damen und Herren. Und auch solche Nickeligkeiten wie die Wiedereinführung der Residenzpflicht jetzt als wirkliches Konzept für die Bearbeitung der Flüchtlingsfragen zu nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo sind wir denn, dass Sie das jetzt ernsthaft hier vortragen? Kümmern Sie sich doch um die Punkte, die wir gestern diskutiert haben. Beschleunigen Sie die Asylverfahren. Sorgen Sie dafür, dass die Arbeitsschranken für Migrantinnen und Migranten und für Flüchtlinge wegfallen. Dann hätten wir Fortschritte. Das ist doch abenteuerliche 70er-Jahre-Politik, die Sie uns hier auftischen wollen. Und wenn wir dann nach Ungarn schauen und die Menschen Züge stürmen, weil sie Angst haben, dass die Grenzen vielleicht ganz zu sind, dann frage ich mich wirklich, was ein Vorschlag bringen soll, die Visapflicht wieder einzuführen. Glauben Sie ernsthaft, dass auf dem Bahnhof in Budapest jetzt die Visa dann kontrolliert werden, wie die Leute mit Stöcken aufeinander einschlagen? Das ist doch nicht wirklich Ihr Ernst, was Sie hier abliefern. Und ich will es noch in Erinnerung rufen. Wir haben konkret darauf reagiert, kein Wort von Ihnen dazu. 600 Millionen Euro zusätzlich noch 2015 im Bereich der Flüchtlingsunterstützung. 2.625 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrerstellen. 400 Beamtinnen, die Registrierung machen sollen und 250 Polizistinnen und Polizisten und eine klare Entlastung der Kommunen. Das ist ein sinnvolles Paket. Sie haben keine Vorschläge, Sie machen Restriktionspolitik. Der Finanzminister hat darauf hingewiesen, ich will das noch einmal in Erinnerung rufen, die Entwicklung der Netto-Neuverschuldung ist von 6,6 Milliarden Euro in 2010 mittlerweile auf 1,9 Milliarden Euro für dieses Jahr zurückgegangen und auf 1,5 Milliarden Euro sind fürs nächste Jahr geplant. In der mittelfristigen Finanzplanung gehen wir von einer quasi schwarzen Null im Jahr 2018 aus. Das sind gute Zahlen, das ist eine positive Entwicklung und das ist uns gelungen, obwohl und weil wir, sage ich, die Politik der Prävention damit verknüpft haben. Das ist eine solide Haushalts- und Finanzpolitik. Wir haben hervorragende Erfolge erzielt bei der Kita-Betreuung. Allein 161.500 U3-Plätze haben wir 2015 und 2016 zu verzeichnen. Ein Anstieg um 82% gegenüber 2010. Wir werden 1,2 Milliarden Euro bis Ende 2015 da investieren. Das ist ein echter Quantensprung, was die Kinderbetreuung und im U3-Bereich anbetrifft. Und weil Herr Lindner es eben auch angesprochen hat,
Wir haben bei der Regierungsübernahme 1.500 Stellen ausfinanzieren müssen, die Sie schlicht vergessen haben und damit Haushaltskonsolidierung betrieben haben. Weitere 9.500 Stellen sind aus demografischen Effekten hinzugekommen. Allein 11.000 Stellen zusätzlich im Schulbereich. Das sind echte Erfolge, die hier zu beschreiben sind. Und der Schulkonsens, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, lassen Sie sich den nicht von der FDP madig reden. Es ist gut, Sie an dieser Stelle an unserer Seite zu haben. Lassen Sie uns den vernünftig weiterführen und nicht madig reden. Und diese Politik hat auch Folgen. Also nur zuletzt konnte man sehen, dass aus der Schullandschaft NRW die beste Schule Deutschlands kommt. Die Gesamtschule Wuppertal-Barmen, eine Gesamtschule, der es in exzellenter Weise gelingt, alle Schülerinnen und Schüler zu besseren Leistungen zu führen, aus Nordrhein-Westfalen. Und weil Herr Lindner das vorgetragen hat, mit 64,5% liegt das unser Bundesland auf Platz 2 bei der Anzahl der jungen Menschen, die zur Hochschulreife geführt werden können. Auf Platz 2 und nicht auf Platz 13, wie er hier behauptet hat. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist auch die Basis für wirtschaftliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen. Nicht das Nachheulen über alte Strukturen in der Braunkohle, sondern Finanzierung in Bildung und Innovation. Und da sind wir führend und da haben wir wichtige Fortschritte gemacht und nur Abkehr von der schwarz-gelben Verhinderungspolitik. Zuletzt möchte ich zumindest noch mal darauf hinweisen, dass wir im Bereich der Kommunalfinanzierung erhebliche Fortschritte gemacht haben. Wir investieren allein 4 Milliarden Euro in den Stärkungspakt. Im Bereich der Grunderwerbsteuer haben die Kommunen seit 2010 über 1,5 Milliarden Euro zusätzlich vom Land bekommen. Wir haben im Einheitslastenausgleichsgesetz dafür gesorgt, dass über 1 Milliarde Euro mehr bei den Kommunen ankommen. Das Gemeindefinanzierungsgesetz mit 10,5 Milliarden Euro so stark wie nie. Und das ist kein Zufall, sondern Folge einerseits von einer guten Entwicklung und von richtigen Entscheidungen dieser Landesregierung und ihrer tragenden Koalitionsfraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Land wird aus meiner Sicht gut regiert. Es liegt ein guter Haushaltsplanentwurf hier auf dem Tisch. Und ich hätte mir erwünscht, wenn die Oppositionsfraktion heute hier schon eine Generaldebatte anzetteln, dass dann Vorschläge kommen, dass wir dann weiterführen können und dass Anträge und Grundlinien dieser Opposition erkennbar geworden wären. Das alles habe ich nicht gehört. Ich freue mich zwar auf die Haushaltsberatungen, die jetzt in den Ausschüssen geführt werden. Allerdings muss ich sagen, ein bisschen mehr Einsatz wäre gut gewesen.